اسمي ناريمان حموتي غانكا، أنا ألمانية ولكن بالأصول مغربية. والدي جاي، الوالد جاي في الستينيات الألمانية والوالدة في السبعينيات الألمانية. أنا ضابطة في الجيش الألماني. In meiner Person kann man sich aussuchen, mit was man mich diskriminieren kann. Entweder, dass ich eine Frau bin, dass meine Eltern aus Marokko stammen, dass ich Muslima bin, oder man diskriminiert mich einfach mit meinem Beruf. Wir sind eine diverse Truppe und so möchte ich auch, dass die Bundeswehr dargestellt wird. Wir haben einen großen Anteil an muslimischen Kameraden, wir haben einen großen Anteil an jüdischen Kameraden und irgendwie wird das immer nur ausgeschwiegen und wird nie richtig gezeigt. Und das möchte ich ganz provokativ mit diesem Buch auch zeigen. Also wenn wir islamische Seelsorge hätten, hätte ich den ganzen Aufwand dafür nicht gemacht. Und ich denke auch nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, mich darum zu kümmern, was nach meinem Tod mit mir passiert. Klar muss ich mich um meinen Nachlass kümmern, aber nicht um meinen Leichnam. Für die christlichen Kameraden wird das doch auch gemacht, dass ihr Leichnam anständig behandelt wird und anständig wieder zurück überführt wird zu ihren Familien. Warum wird das dann nicht anständig für islamische und jüdische Kameraden gemacht?